Nimmst schon auf? Schönen guten Tag, liebe Freunde. Heute sind wir in Köln, gerade bei der Location hier angekommen. Ihr habt heute Opener gemacht, wie war's so? Ja, war okay. Nee, war fett. Also ich habe jetzt ein bisschen zu viel getrunken, deswegen sage ich, das ist ein ganz schlechter Zeitpunkt. Aber okay, muss immer sowas eingestellt sein. Ja, schönen Abend, Köln! Ich habe mir vorgenommen, dass ihr heute Abend bei mir am meisten abgeht mit Springen und so. Und schaffen wir das? Du kennst die Schwester, mein Prominent. Seine Schwester, die Hoa, kennt die Chaps am Flo. Du denkst, ey, hallo, wir sind hier bei Japsa und Davido bei der VBT Tour 2013 in Köln. In Köln. Und wie hat es euch so gefallen in Köln? Schön, ich mag Köln. Ich bin in Köln geboren, ich mag Köln. Und ja, du kennst mich, ey, ich bin immer noch der Gleiche. Immer noch am Schreiben, auch wenn keiner bleibt, was ich meine. Und während du aus der Röhre guckst, nicht weil ich in den Hörgenuss, weil ich so mit Wörtern... Wie geht es dir, allergisch betrachtet? Ja, also ich kann heute wieder moderieren. Mir geht's perfekt, ich hab keine roten Punkte mehr, die Allergie ist weg. Ich hab eben Zigarettenstummel gegessen, weil ich dachte, das wäre ein Cashewkern. Ich habe ihn nicht runtergeschluckt, ich habe ihn dann wieder ausgespuckt. Hat der geschmeckt? Nee, scheiße. Schon am ersten Tag schieb ich den derbsten Part. Ich bin nicht leicht zu durchschauen wie gefärbtes Glas. Ich bin nur am Chill, kein Turn auf Herzinfarkt. Mein Rapper breitet sich schnell, komm ich Nervengas. Und ich sterb zu Glas. Okay, hallo, Schwester Eva. Nee, das ist schon mal falsch. SSE? Okay, sorry. Es tut mir leid. Das ist gar kein Problem, echt nicht. Okay, ich würde jetzt eigentlich fragen, ob du mir verzeihst, aber dann wäre meine Frage schon weg. Deswegen frage ich dich, wie findest du die Schwester ever? Also ohne das zusätzliche Schwester. Ach du, ich kenne gar nicht so wirklich was von ihr. Ich wollte es eigentlich nicht ansprechen, aber du hast ja jetzt leider gegen Kiko verloren. Wie konntest du damit umgehen? Ich war ehrlich gesagt, natürlich muss ich jetzt sowas sagen wie ich gönne es Kiko und so. Und das tue ich auch, das tue ich auch. Und ich mag Kiko auch sehr gerne, aber ich war echt hart angepisst. Ich war auch richtig traurig den ganzen Tag, also ich war richtig geknickt. Ich fand's richtig scheiße. Hier haben wir noch den Praktikanten von Rekino, den können wir ja auch mal fragen, was er so von der ganzen Sache hält. Der übt sich gerade in Fotos schießen. Wie läuft dein Praktikum bei Rekino? Ja, also ich bin jetzt schon seit 2 Wochen dabei beim Praktikum, so eine Woche kommt noch. Ich lerne sehr viel und ja, Rekino ist ein sehr guter Chef. Hey, warte, es ist wieder Zeit, dass du mich aufmachst. Das ist noch nicht oft genug, mach nochmal aus. Und auch wenn dieser Beat schon ziemlich tief ist, ist das nicht du bist jetzt aus dem VBT Splash rausgeflogen. Was denkst du, verdient, unverdient? Alter, vollkommen verdient, Mann. Ich bin der übelste Nazi halt, ne? Also ist schon faktisch schon da ab, dass... Wahr, das ist wahr. Okay. Ne? Ja. Total. Nein, sag das nicht, sonst glauben das die natürlich Leute. Natürlich nicht. Also faktisch das ab, dass die Leute da so Welle schieben wegen diesen... Ich fuck ja nicht ab, dass ich verloren habe. Ich fuck nur ab, dass die Leute halt irgendwie sagen, John hat rechtsradikales Gedankengut in seinen Texten. Das stimmt nein. Ja nicht. Nein! Du bist ein Opfer, dein Ehrenrunde, mein König und Gott. Auch das war die Rolle. Ich lass dir dein Schwanz, du bist doch ein viel größeres Opfer. Einfallsvoll, du musst doch verstehen, wie ich dir meine Hand trug. Ich bin Johnny.
Ja, hallo liebe VPT Tour Blog Zuschauer. Wir sind gerade in Berlin angekommen im Jam. Der Atem macht Wolken vor dem Mund. Ich sitze hier gerade im Backstage. Hallo Flamehook, ich mach die Runde alleine. Ich hab nicht so viele coole Leute hier im Facebook. Doch ist egal, weil sie eh nichts mehr wert ist. Mach was du willst, sie wird eh nichts mehr wert. Hallo Flamehook, ich mach die Runde alleine. Ich hab Hallo Rekino, was geht ab? Hier kommt der deutsche Rapper, was ist voll das Herz, die Alternacke, halt dein Modul um die Schlampe. Ich bin stolz auf was ich mache, gehe ich los. Tipp, am Lombring, Prügelei. Und du tot, dann kommst du nicht am Türsteher vorbei. Ja, also ich fand diese VBT-Tour super. Also die Termine, die wir wahrnehmen konnten, haben richtig Spaß gemacht. Ist auch sehr nette Leute überall immer. Nochmal gerne auch. Okay, du Klaus? Ich musste immer fahren, das war nervig. Sogar heute? Sogar heute? Okay. Kann wieder nicht trinken, schade. Ja, nee, war schön. Jederzeit wieder. Oder muss ich dafür nochmal am VBT teilnehmen? Ja, warum machst du denn eigentlich nicht mit beim VBT Splash? Weil es anstrengend wäre. Und weil ich eh nicht gewinnen würde.